Ja Leute, was geht ab? Mein Name ist Ratun und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Setup Reaction hier auf meinem Kanal. Das Besondere an diesem Format ist, dass ihr mir die Setups über Discord einsendet und ich quasi nie weiß, ob die Setups cool sind oder eben nicht so cool oder so ein Mischmasch. Also es ist alles dabei, ihr könnt auch alles einsenden und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht viel rum, schauen uns das erste Setup an. Das erste Setup ist von Alex Cars und sieht so aus. Und das erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass hier oben irgendwie mal was gewesen sein müsste. Irgendwelche RGB-Lichter oder so. Ich weiß es nicht, weil wir haben hier so Klebereste und so ein Kabelkanal, was hier hochgeht. Das heißt, da war mal irgendwas. Jetzt nicht mehr. Aber er hat hier so ein Racing-Rig, was auf jeden Fall auch schon mal richtig cool aussieht. Wir sehen, der PC ist jetzt nicht ultra krass ausgestattet. Er hat hier so einen Stockkühler drauf und ich glaube, die Grafikkarte erkenne ich jetzt nicht so gut, aber ich glaube, ist nichts Krasses. Maus, Tastatur, ein paar Controller, eine PlayStation hat er wohl auch am Start. Und genau hier links sehen wir die PlayStation und ansonsten hier nochmal der PC von ein bisschen näher hat er auch, genau, das finde ich cool. Das sieht richtig cool aus. Und ich glaube eben für so ein Racing-Rig oder beziehungsweise für so Sim-Racing braucht man auch nicht den krassesten PC. Da reicht meistens wirklich schon einfaches aus, weil die Spiele wohl nicht grafisch so krass sind, wie ich mal mitbekommen habe. Da gibt es halt so gewisse Games, die man spielt. Jetzt nicht das neueste Gran Turismo vielleicht auch. Aber es gibt da so, ich weiß nicht, Assetto Corsa und so wurde mir mal gesagt. Sowas wird da wohl gespielt. Ja, im Großen und Ganzen ist auf jeden Fall sehr kahl, muss ich sagen. Also mir fehlt ein bisschen, ja, LED-Beleuchtung hat er, aber mir fehlt so ein bisschen Farbe in dem Raum einfach. Es ist alles sehr weiß gehalten, wobei die Wand eventuell auch grau oder irgendwie blau sein könnte. Hier hat er nochmal die Titanic oder so. Sieht auch krass aus. Auf noch einem Schaufenster. Red Bull Ring. Okay, auch sehr, sehr cool. Hat er hier irgendwas... Weiß ich nicht, ob das einfach nur ein Bilderrahmen ist oder ob der da irgendwie auch was gewonnen hat und deswegen das Ding da hängt. Weiß ich nicht, kenne ich mich nicht mit aus. Aber ja, mir fehlt ein bisschen Farbe, mir fehlt ein bisschen was an den Wänden. Ansonsten eigentlich ganz cool, aber hat auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Potenzial, noch geiler zu werden. Das nächste Setup ist von MX. Er schreibt selber, dass er 13 Jahre alt ist und schaut mal ganz ehrlich, drei Monitore für einen 13-Jährigen plus PC hier oben an der Wand. Schon ganz cool. Kabelmanagement, ja, ich sehe hier unten halt ein bisschen was, das hätte man ein bisschen besser lösen können. Guck mal hier, er hat sich sogar versucht, irgendwie ein bisschen Mühe zu geben und hat hier auch ein bisschen was gemacht, aber das geht definitiv besser. Man kann sich eben Steckdosenleisten kaufen, Erweiterung kaufen, mit einem langen Kabel das Ganze unter den Tisch festkleben, sodass man es halt auf den ersten Blick einfach nicht sieht, sondern nur, wenn man unter den Tisch krabbelt. Aber da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben. Und hier eine halbe Wolkendecke. Ich weiß, viele von euch finden Wolkendecken geil. Ich finde es gar nicht. Also ich fühle das einfach gar nicht. Vor allem auch dieses Helf, diese halbe Wolkendecke jetzt nicht unbedingt. Und von RGB-Lichtern, LED-Stripes, die man halt sieht, wo man die einzelnen LEDs direkt sieht. Ihr wisst auch, was ich davon halte. Lasst es lieber weg, macht irgendwas anderes, klebt es woanders hin. Ich weiß es nicht, aber immer indirekt, sodass man es eben nicht auf den ersten Blick sieht. Maustastatur, dann hat er hier sein restliches Zimmer. Also ich sag euch ganz ehrlich, für einen 13-Jährigen hat er trotzdem ein ultra krasses Zimmer, würde ich sagen. Auch schön gemacht eigentlich. So im Weiß-Schwarz-Stil alles, auch hier die Boxen hinten. Weiß-Schwarz, dann der Fernseher dazwischen. Klar, kann man alles ein bisschen besser machen. Sieht sehr, sehr eingequetscht aus hier in der Ecke. Ich hätte vielleicht die Boxen irgendwie runtergestellt, aber platztechnisch wahrscheinlich nicht möglich. Aber im Großen und Ganzen, also ganz ehrlich, für einen 13-Jährigen ist das schon ein fettes Zimmer. Kann ich nicht anders sagen. Das ist Davids Setup. Übrigens 12 Jahre, hat er auch dazu geschrieben. Hat zwei Monitore, einen PC, einen Logitech G Pro X, so wie das aussieht, hat er hier am Start. Also equipmenttechnisch ganz gut ausgestattet. Eine Razer-Maus, die hier irgendwas abbekommen hat. Ich weiß nicht. Das ist eine Razer Viper. Die ist wohl mal irgendwie... Da hat wohl ein 12-Jähriger mal geraged. Würde ich jetzt mal sagen. Die ist irgendwo hingeflogen, Freunde. So wie die aussieht. Aber auch richtig cool gemacht. Und das meine ich, Freunde. Wenn ihr wirklich irgendwo LEDs so offensichtlich hinkleben wollt, kauft euch doch sowas hier. Weil das ist wiederum nice, weil die in einem Ganzen zugeleuchten und man die einzelnen LED-Punkte nicht sieht und man eben so einen Stripe viel besser integrieren kann, optisch, dass man es halt irgendwo hinkleben kann, wo man es halt direkt sieht, aber diese Punkte nicht sieht, wie zum Beispiel hier links in der Ecke. Also im Großen und Ganzen, für einen 12-Jährigen ist es ein chilliges Setup. Kann ich auch nichts anderes sagen. Er hat hier Technik am Start, PC ist am Start. Ist cool, ist cool. Und vor allem coole, teure Peripherie auch am Start. Papes hat mir das hier eingesendet und zwar eher einen PlayStation-Setup, würde ich sagen. Hier hat er die PlayStation 5 in der Ecke, die geht schon fast unter. Die hätte ich jetzt auf den ersten Blick fast gar nicht gesehen. Und einen PC einfach, um halt eben noch ein bisschen PC-Dinge zu erledigen, ein bisschen zu surfen, wie auch immer. Ist auf jeden Fall auch immer ganz chillig, vor allem wenn man halt PlayStation-Zocker ist. Dann kann man sich einen PC holen, der halt gerade YouTube und Co. öffnen kann. Und dann ist gut. Und jetzt haben wir wieder das Problem, dass die Sonne sich draußen nicht entscheiden kann, Freunde. Und jetzt
geht sie wieder weg. Aber ich würde sagen, wir machen hier wieder mal ein bisschen das Rollo runter, regulieren unser Licht und machen sofort weiter. So, Lichtverhältnisse passen wieder. Machen wir weiter mit dem nächsten Foto. Guck mal, Kabelmanagement passt. Sehr, sehr cool gemacht. Hier hat er noch eine Philips Hue Go am Start und es war's. Also, es ist sehr schlicht. Mir würde auch ein bisschen, also mir würde es gefallen, wenn hier an den Wänden noch ein bisschen was wäre, aber so im Großen und Ganzen ein schlichtes, cooles Setup. Z mit Streaming-Schutz hat mir das hier eingesendet. Man sieht auch nicht viel außer dieses Foto. Zwei Monitore, Maustastatur und es war's auch schon. Also mehr kann ich auch dazu nicht sagen, weil man erkennt halt gefühlt auch nichts, ne? Das ist das Setup von Leo. Er ist 13 Jahre, hat er auch dazu geschrieben. Leider auch nur ein Foto, aber ich finde die Monitor Anordnung sehr interessant, vor allem der hier, weil der so ein bisschen schräg nach vorne kommt. Wenn er so zocken kann, okay, nice. Ansonsten hier einen PC, der optisch zumindest auf dem Foto, wie ich es jetzt erkennen kann, auf jeden Fall auch ganz cool aussieht. Ein Monitor hoch kann eben für, keine Ahnung, Streaming-Zeugs, OBS, jetzt in dem Fall hat er Discord auf, so wie das Ganze aussieht. Ein Fernseher hier oben noch und mehr hat er leider auch nicht eingesendet. Aber so auf den ersten Blick sieht es ganz cool aus. Jetzt wird es ein bisschen gemütlicher und zwar hat mir Lukas hier was eingesendet und das ist seine kleine Zockerecke, aber er hat auch noch ein paar Fotos mehr und er hat auf jeden Fall das schon mal mit den LEDs gut umgesetzt und zwar hinter den Schreibtisch und an die Seite geklebt, so wie man es eben nicht sieht und hier auch aufgehört, ganz wichtig. Ansonsten Akustikpaneele an der Wand. Ich sehe nur keine Maus, ich sehe nur keine Tastatur, also da fehlt ein bisschen was, aber gucken wir mal weiter. Vielleicht auch erst gerade am Bauen gewesen. So eine Matte für den Boden, wahrscheinlich für den Stuhl oder ist es einfach ein Teppich. Hier mit den Akustikpaneelen kann man machen, muss man nicht machen, sage ich euch ehrlich, aber ja, ansonsten Schlafzimmer, glaube ich, ist hier noch am Start. So ein kleines Beistellkommode mit einem Kaktus drauf. Dann hat er hier noch ein paar Regale. Leider sehen wir hier wieder die LEDs. Aber gut, dazu sage ich jetzt nichts. Hier sein Bett, beziehungsweise wahrscheinlich auch umfunktionierbar zu einem Sofa dann. Get on my level, da natürlich auch nicht fehlen. Ja, im Großen und Ganzen cooles Zimmer. Guck mal, das finde ich ganz geil. Hat er hier die, das Sideboard quasi an der Wand dran. Das finde ich immer ganz geil. Hier nicht ganz so sauber gearbeitet mit der Farbe. Es sind so Kleinigkeiten. Ich sage euch eins, Freunde, wenn ihr so Farbe irgendwie was streicht und das vorher abklebt und es aber nicht gut abgeklebt habt und das Grau dann quasi in das Weiße reinrutscht. Es gibt die Möglichkeit, nochmal mit weißer Farbe drüber zu gehen und das auszukorrigieren. Könnte man machen, wenn man eben Lust drauf hätte. Ja, hier fehlt irgendwie ein bisschen Zubehör, habe ich so das Gefühl. Aber im Großen und Ganzen sehr, sehr chillig gemacht. Sieht auf jeden Fall cool aus. Oh, also jetzt kommen wir zu etwas sehr, sehr Besonderem, meiner Meinung nach. Das hat mir B, Streaming-Schutz, eingesendet. Und zwar schaut euch mal die Bildqualität an und wie chillig das aussieht. Guck mal, so wie in so einem Schwarz-Weiß mit einem bisschen Grün integriert. Sehr, sehr wild. Sage ich euch ganz ehrlich, gefällt mir richtig gut. Hier einmal der PC. Hier so wie so ein Bonsai-Baum. So ein bisschen Pflanzen hier links, rechts, oben auch. Und auch das Wallpaper so angepasst. Mit der Screenbar von BenQ hier oben. Auch ein richtig cooles Teil, finde ich einfach. Maustastatur in weiß, Mauspad schwarz, Tischplatte weiß. Es harmoniert. Es harmoniert sehr, sehr gut. Schaut euch den PC an. Sieht auf jeden Fall auch sehr wild aus. AMD-Grafikkarte. Ansonsten, was haben wir noch? Hier die Monitoranordnung. Auch super gemacht, finde ich. Also im Großen und Ganzen. Kabelmanagement top. Es sieht sehr nice aus. Also da sehe ich mich auch, wenn ich da sitze. So dieses einfach so diesen Vibe kriegen von gemütlich, chillig. Ist schon geil. Schreibt mir mal in die Kommentare, was haltet ihr von solchen, ich sag mal, nicht so bunten Setups. Finde ich auch richtig cool. Es geht cool weiter. B hat mir das hier eingesendet und zwar seine kleine Ecke auch. Auch sehr schön dekoriert, finde ich. Hier einmal zwei Schränke mit einer Platte oben drauf. Zwei Regale. Setup sieht cool aus, Farbauswahl gut gemacht. Schaut es euch an. Also, es ist nichts Krasses, aber es sieht sehr clean aus. Sehr chillig. Hier unten vielleicht ein bisschen vollgestellt. Die PlayStation vielleicht jetzt, ja, die hätte man auch hier links irgendwie noch hinstellen können. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr gefühlt. Und dann hier das Echo Dot quasi einfach, oder Echo Show hier in die Mitte. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr gefühlt, aber im Großen und Ganzen auch echt richtig, richtig nice. Wir machen noch zwei Setups, Freunde. Und das ist einmal vom Z. Und der hat mir einmal seinen PC hier eingesendet und sein Setup. Gut, auch jetzt nichts Atemberaubendes. Einen AOC Gaming Monitor. Dann hat er hier noch einen genommen, den er wahrscheinlich noch hatte. Ansonsten Gaming-PC, ein paar Streaming-Lights, eine Webcam, ein paar Boxen. Ist wahrscheinlich auch noch ein jüngerer Zuschauer, hat hier noch ein paar Stifte, sein Wasser auf dem Tisch. Also im Großen und Ganzen ist es in Ordnung, aber auch nicht ganz so meins. Freddy hat mir das hier eingesendet und ich weiß nicht, was das hier oben sein soll. Aber interessant. Keine Ahnung, wo er das gekauft hat. Also sieht so irgendwie aus wie das von Nanoleaf, die Lines. Aber sind es natürlich nicht. Vielleicht hat er sich die
Konstruktion selber gebaut und hat dann da LED-Stripes hinten dran gemacht? Wenn ja, cool gemacht. Auch wenn das Muster mir jetzt nicht ganz so zusagt. Aber einfallsreich, ne? Also ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube nicht, dass man das fertig kaufen kann. PC, zwei Monitore, Maus, Tastatur am Start. Guck mal hier, das leuchtet auch richtig cool. Hochkantfotos jetzt leider. Es sieht ganz in Ordnung aus. Clean ist es. Gut gemacht. Kabelmanagement. Also alles im Ganzen ist es in Ordnung. Und somit sind wir wieder am Ende dieser Setup-Reaction angekommen. Falls euch das Video gefallen hat, Freunde, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und kommentiert was Nettes in die Kommentare, damit wir natürlich so viele Menschen wie möglich erreichen. Wenn ihr Bock auf dieses Format habt, dann sucht meinen Discord-Kanal, der ist verlinkt und da ist ein Channel, da könnt ihr dann drauf und alles einsenden. Ich würde sagen, wir sehen uns schon ganz bald wieder mit einem weiteren Video. Bis dahin, euer Raton. Peace!